Die Lektion 47 in deiner Geistesforschung. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Hast du dir schon einmal überlegt, wie sehr du dir selbst vertrauen kannst? Hast du dir hierüber schon mal wirklich Gedanken gemacht? Wie sehr kannst du dir als Idee, ich bin ein Körper, vertrauen? Kannst du wissen, was die nächsten 5 Minuten geschieht? Kannst du irgendwie ahnen, was dir nächste Woche geschieht? Kannst du nur im Entferntesten erkennen, was du in einem Monat tust und zu welcher Zeit? Hast du ein Gefühl dafür, wie zerbrechlich dein Körper ist, wie fragil und wie sehr du von deinen körperlichen Voraussetzungen abhängig bist? Und hast du ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn du dich nur als körperlicher Mensch wahrnimmst und anerkennst? Bist du bereit zu verstehen, dass hierin keine Stärke, keinerlei Sicherheit, sondern ein ständiges Misstrauen und sich Sorgen ist? Und die nächste Frage ist, willst du noch länger an dieser fragilen Situation, in die du dich gebracht hast, festhalten, die nur aus Schwäche besteht, egal wie stark du dich manchmal fühlst, die letztendlich aus Tod besteht, denn du weißt ganz genau, egal wie gesund du jetzt bist, egal was du hast oder nicht hast, der Körper wird sterben. Und wenn du das heute schon weißt, dann stirbst du heute schon. Und es wird Zeit, dass wir alle aus diesem 3D-Traum, den wir Leben nennen, erwachen und unsere Stärke nicht mehr aus einer Schwäche beziehen wollen, jederzeit in sich zusammenbrechen kann. Und jemand, der erwachen will, für den ist es immens wichtig zu verstehen, dass er auf das, was er bisher seine Stärke gesetzt hat, dass er sich das genau anschaut und dann eine Entscheidung trifft. Denn die Macht der Entscheidung ist nach wie vor dein. Und wenn du sie nutzt, wird sie dich in deine Stärke führen, die in Gott ist. Wenn du auf deine eigene Stärke vertraust, hast du allen Grund, besorgt, ängstlich und furchtsam zu sein. Was kannst du vorhersagen oder kontrollieren? Was in dir, auf das du zählen kannst? Was würde dir die Fähigkeit verleihen, alle Seiten eines Problems wahrzunehmen und sie zu lösen, dass nur Gutes daraus entstehen kann? Was in dir, das dir die Einsicht in die richtige Lösung gibt und dafür bürgt, dass sie erreicht wird? Was ist in dir, das dir die Einsicht in die richtige Lösung gibt und dafür bürgt, dass sie erreicht wird? Ist es deine Idee, ich bin ein Mensch? Und was würde dir die Fähigkeit verleihen, alle Seiten eines Problems wahrzunehmen und sie zu lösen, dass sie nur Gutes daraus entstehen kann? Was ist das? Ist es die Idee, ich bin ein Mensch mit einem wirklich begrenzten Horizont, mit einem Horizont,
der tatsächlich nicht weiß, was in einer Minute geschieht. Du weißt es nicht. Du bildest es dir ein, aber du hast keine Ahnung. Und kann dieses Bewusstsein dir in irgendeiner Form Stärke verleihen? Von dir aus kannst du nichts von alledem tun. Zu glauben, du könntest es, heißt, dein Vertrauen in das zu setzen, wo Vertrauen ungerechtfertigt ist und Angst, Beklommenheit, Depression, Ärger und Leid zu rechtfertigen. Wer kann seinen Glauben in Schwäche setzen und sich sicher fühlen? Wer aber kann seinen Glauben in Stärke setzen und sich schwach fühlen? Ja, hier wird alles beantwortet. Wer kann seinen Glauben in Stärke setzen und sich schwach fühlen? Wir können uns nur schwach, fragil und ängstlich fühlen, wenn wir unseren Glauben in Schwäche setzen. Und das tun wir, wenn wir der Überzeugung, wenn wir hartnäckig an der Überzeugung festhalten, ich bin ein Körper und somit nicht zu wissen, was du bist. Du bist kein Körper, sondern du bist frei. Ein Körper stirbt, aber der Freie lebt ewig. Und du bist göttliche Anwesenheit, die niemals sterben kann, aber sich einbilden kann, dass sie es tut. Und hierin bist du immer schwach. Egal, was du zu denken besitzt oder egal, was du, in welchem Mangel du dich befindest. Schwäche ist immer der Ausdruck der Getrennten. Und deshalb finde deine Stärke in allem Verbindenden. Gott ist in jeder Lage deine Sicherheit. Seine Stimme spricht in allen Situationen und in jedem Aspekt jeder Situation für ihn und sagt dir genau, was du tun musst, um seine Stärke und seinen Schutz anzurufen. Es gibt hierin keine Ausnahme, weil Gott keine Ausnahmen hat. Und die Stimme, die für ihn spricht, denkt wie er. Und im Kurs im Wundern ist diese Stimme der Heilige Geist, der uns gegeben wurde. Und wir können uns mit dieser Stimme jederzeit identifizieren. Und mit allem, was wir uns identifizieren, zu dem werden wir, wenn wir uns heute entscheiden, uns mit der Stärke Gottes zu identifizieren, dann sind wir das, und zwar unmittelbar. Um diesen Zustand herzustellen, brauchen wir keine Zeit, sondern einen Willen. Und heute haben wir eine erneute Möglichkeit, uns mit dem Willen Gottes der Stärke zu verbinden, um zu erkennen, dass wir hierin sicher sind. Und somit werden wir aus unserer eigenen Schwäche hinüberblicken auf eine Stärke, die niemals versiegen wird. Gott ist deine Stärke, auf die du immer und in allen Lebenslagen maximal vertrauen kannst. Und hierin werden alle deine Probleme zum Besten aller beseitigt. Gott ist die Stärke, auf die du vertrauen kannst.